kurzen Teaser gemacht, damit wir mal ein bisschen Einblick kriegen, wie das so in der deutschen Schule in Ägypten, in Urgada aussieht. Und da sage ich jetzt auch nur Film ab und jetzt schon mal ein Dankeschön an Urgada. Lass uns unsere neue Schülerin am Elite-Internat am Meer begrüßen. Wie soll die denn zu uns passen? Okay, hier ist ein Boot. Ich habe jetzt eine gute Aufgabe für euch. Zeichnet bitte das Boot. Dieses Boot rettet Flüchtlinge. Warum werden die Flüchtlinge überhaupt gerettet? Hä? Was sagst du da? Schon mal das Wort Empathie oder Mitgefühl gehört? Mitgefühl? Wir sind 100% tolerant. Los, du Loser, komm mit kicken! Freunde, ich verstehe doch irgendwie nicht, oder was ihr macht oder sagt. Es ist zwar meine Sprache, aber viel verstehe ich dann auch nicht. Ich habe nur Angst, nicht dazugehören, weißt du. Es weiß wirklich niemand. Meine Eltern sind nicht reich. Ich kann nur hier sein, weil die Reduktion unserer Familie nach dem Hochwass aufgenommen hat. Na und? Ist doch egal. Ich will Freunde werden. Ja. Hey Loser, los, weiter geht's. Spielen, kapierst du das auch mal wieder nicht? Wie bitte? Nein, danke. Ich habe auch nicht keinen Bock mehr zu spielen. Wie jetzt? Der Ausländer und der Bauer rebellieren jetzt, oder was? So wie zum Thema tolerant. Tolerant genug, die Loser mitspielen zu lassen. Na dann, mal sehen, wer in Zukunft noch mal mit euch spielen wird. Es gibt nur Probleme, seit die da ist. Keine Ahnung, was andere Menschen sich durchmachen müssen. Genau, es ist halt nicht jeder gleich. Und Respekt ist das A und O. Hast du dich noch nie allein gefühlt? Nein. Doch, schon mal. Dann hilf mit, damit niemand sich alleine fühlen muss. Eins, zwei, drei. Toleranz! Los, dann lass uns zum Boot gehen. Aber ja, wir müssen uns auch noch mal ein Und du kommst aus Deutschland? Ja, meine Eltern haben mich, als ich noch ein Baby war, von Marokko adoptiert. Er könnte mich Rudi nennen. Aber du siehst gar nicht deutsch aus. Ist doch egal. Wir müssen ihn wieder zurückschicken, das geht nicht. Ja, was sollen wir uns machen? Was ist das denn? Herr Schader hat gesagt, dass er Deutscher ist. Der ist schwarz. Mama, er kann Deutscher sein, aber auch schwarz. Ist egal, wie er aussieht. Hauptsache, ist er gut. Und gute Person. Vielleicht, aber wie kann er Deutscher schwarz sein? Komm, wir spielen Fußball, okay? Okay. Hier, die Lehrerin ruft schon an. Hallo? Ja, das bin ich. Mhm. Ich wollte Bescheid sagen, dass wir mit dem neuen Austauschschüler nicht gut rechtkommen. Könnten wir ihn bitte tauschen? Nein, nein, wollen wir nicht. Was ist? Mama, der Rudi ist so nett, wir wollen nicht, dass er weggeht. Auch Christian sagt das. Das, was ihr gerade macht, ist Intoleranz und Rassismus. Meinst du das echt? Okay, was ihr wollt. Okay. Hallo, mein Name ist Jasmin Feier und ich werde an der DSH in Hurghada unterrichtet.
Als Projekt in der Schule haben wir einen Film gedreht und dazu wurden mir 3 Fragen gestellt. Frage Nummer 1. Was fasziniert dich am Filmemachen? Man sammelt viele neue Erfahrungen, kann im Film selbst eine Botschaft mitschicken und daraus selbst viel lernen. Mir macht es Spaß, mit Freunden oder Klassenkameraden einen Film zu drehen. Man kommt sich gegenseitig näher und man hat viele Erlebnisse zusammen. Zum Beispiel, nachdem wir mit unseren Dreharbeiten fertig waren, waren wir im Meer schwimmen und haben auf einmal einen Delfin entdeckt. Der Delfin hatte damals mit uns gespielt. Das war richtig toll und diese Zeit werde ich zum Beispiel nie vergessen. Mich fasziniert es auch, dass man nur aus bisschen Text und bisschen Zusammenschneiden und Filmen einen ganz tollen Film drehen kann. Frage Nummer 2. Kommen wir nun zu Frage Nummer 2. Welche Szene hat dir beim Dreh besonders viel Spaß gemacht? Welche war besonders schwierig? Eigentlich ist es dieselbe Szene. Was hat mir besonders Spaß dran gemacht? Es war witzig, als wir uns alle verhaspelt haben mit dem Text und dass wir dann zum Schluss richtig ins Wasser gesprungen sind und dann mit vollen Klamotten im Meer schwimmen waren. Aber es war auch besonders schwierig, weil dann die Mittagssonne kam und jeder kannte dann seinen Text nicht mehr richtig oder hatte es falsch ausgesprochen. Frage Nummer 3. Was machst du als nächstes für einen Film? Also ich würde gerne wieder so welche Themen über Diskriminierung oder Toleranz machen, weil man da auch eine super Botschaft mitleiten kann. Und die ist, Toleranz ist eine Stärke. Wir müssen immer zueinander freundlich sein und füreinander da sein. Und ich hoffe, ich drehe bald einen Film, wieder mit meinen Klassenkameraden oder Freunden. Ich danke meiner Lehrerin Frau Sommerbecker. Sie hat uns immer unterstützt und hatte die tolle Idee. So sind wir Schüler uns gegenseitig näher gekommen und haben tolle Erlebnisse gesammelt. Das war eine einmalige Erfahrung. Ich hoffe, dass Ihre 3 Fragen beantwortet sind und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder einen Film drehen. Am meisten hat es mir Spaß gemacht, dass ich mit meinen Freunden was Neues probieren konnte und dass auch das Film war sehr neu für uns. Wir haben was Neues probiert, das sehr schön war. Ganz schwierig war die erste Szene, wo die Familie reingekommen ist. Da haben wir die ganze Zeit gelacht. Das hat aber auch sehr viel Spaß gemacht und ist dann auch am Ende sehr schön rausgekommen. Was würdest du als nächstes gerne? Als nächstes würde ich gerne mit meinen Freunden in die Wüste einen Filmschau spielen. Also halt mit Pferden und so. Das wäre sehr schön.